Ich freue mich, dass wir hier wieder sein können, hier in der Schweiz, und haben wir hier erfolgreich Zeit gehabt. War schon jetzt in Wolfsburg in Österreich, aber ja, ich glaube, hier fühlen wir uns zu Hause, aber wir haben viel Erfolg gehabt und bei Winterthur wird es auch nicht anders sein. Silvio, denke ich, ist da wirklich sehr ein passendes Puzzleteil. Er ist ein Routinier, er ist ein guter Typ vom Mensch her, er ist ein guter Fußballer. Und ich denke, er kann mit seiner Routine und auch eben mit seiner Art, wie er mit den Leuten umgeht und auch mit seinem, ja, mit seinem Know-how, mit seinem Wissen, mit seinem technischen Können, kann er dieser jungen Mannschaft, die wir jetzt haben, sicher sehr gut helfen. Ich freue mich sehr darauf, dass wir wieder in der Schweiz spielen können. Und ich will einfach eine erfolgreiche Saison mit der FC Winterthur machen und, und die Tore schießen. Ja, er ist ein Spieler, der ballsicher ist, der im rechten Moment sicher weiß, wenn ich einen Fall rausholen muss, wenn ich das Spiel langsam machen oder schnell machen muss. Der Spieler ist sehr stark, der auf die Position verloren kann. Er kann versteckt 9 spielen, er kann hinter der Spitze spielen und bringt natürlich durch das sehr viel Verwirrung in der Mannschaft vom Gegner. Und das erhoffen wir uns mit netten, schnellen Leuten auf der Seite, dass wir von den Löchern, die er aufreisst, profitieren können. Und zu guter Letzt natürlich das Wichtigste, dass er auch zu seinen Scorepunkten kommt, die wir so dringend benötigen. Ein Spieler, der viel für die Mannschaft tun. Und ich glaube, dass, wenn das Spiel das sieht, dass der Mann für die Mannschaft arbeitet. Und die machen das auch, die jungen Spieler vor allem. Und, ich hoffe, ich bin auch der älteste Spieler. Ich hoffe, dass sie mir auch viele Ball vorne geben, damit ich auch die Tore schießen kann. Und dann sind wir alle zufrieden. Ja, ich glaube, der Silvio ist eben ein Spieler, der vom Gemüt her ein sehr positiver Mensch ist, der schon vom Brasilianischen her natürlich jemand, der das Leben gerne hat. Und da mit einer sehr positiven Stimmung kann die Mannschaft mitreißen. Dazu muss er aber natürlich auch mit so vielen jungen Spielern noch einen Klartext reden. Muss man jemandem sagen, wenn etwas nicht genau so läuft. Das weiß er auch, das haben wir in den Einzelgesprächen, die wir können führen konnten, auch definiert, was seine Rolle ist. Und er hat mich überzeugt, hat den Verein überzeugt, dass er die Rolle zu 100% erfüllen kann. Diese Saison wird sicher so sein, dass man nicht in erster Linie vom FC Winterthur wird reden, wenn es um den Aufstieg geht. Das ist klar, das ist logisch, wenn Servette, wenn Zürich, Aarau und so weiter dabei ist, auch Wiel, wo ja, wirklich sehr potent ist, was das Geld anbelangt. Aber wir werden versuchen, so ein bisschen wie an EM, Island oder Wales, eine gute Rolle zu spielen, ein bisschen Überraschung zu sein, erfrischenden Fußball zu spielen. Ja, das ist eigentlich unser Ziel. Und wenn wir dann vorne dabei sind, ist gut. Und das werden wir sehen. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich habe immer einen guten Eindruck gehabt von Winterthur, auch wenn ich hier gespielt habe. Und es war immer ein sehr schwieriges Spiel hier zum Spielen. Und die haben auch sehr tolle Zuschauer. Und das Stadion passt ja auch mit den neuen Tribünen und so, ist sehr schön. Und ich hoffe, dass schon das nächste Heimspiel das Stadion sehr schön ist, mit vielen Fans, und wir können ein gutes Spiel machen.